Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Und euch, heute möchte ich euch einmal was für Gesundheit sagen. Und zwar, ihr kennt vielleicht die Problematik, ihr kauft euch so einen schönen Granatapfel, wo ja sehr gesund ist, und habt jetzt das Problem, wie der jetzt hier da die Körner rauskriegen. Das ist oft ein bisschen schwierig. Also ich habe da eine gute Methode, wie das leichter geht, weil wenn die meisten gingen einfach her und schneiden das Ding komplett durch und dann hast du lauter zerschnittene Fruchtstücke und das gibt halt eine riesen Sauerei. Wesentlich leichter derzeit, wenn ihr ein scharfes Messer euch besorgt. Könnt ihr auch bei mir natürlich kriegen, wenn ihr mehr kauft, kriegt ihr das gratis. Scharfes Messer sollte es halt sein. Granatapfel einfach nehmen, da wo die Fruchtblüte war, da einfach einschneiden und zwar schauen, dass ihr nicht zu tief schneidet. Also hier leicht einschneiden, so. 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 Dass ihr die Schnitte dann wieder treffen im Endeffekt. Dann derzeit das einfach aufklappen. Dann, das ist ähnlich wie bei einer Orange, ihr habt da so Trennungsteile. Hier sieht man so ein bisschen hier. An denen geht es ja lang, hier. Und schneidet es dann einfach hier so leicht runter bis zur anderen Seite. Wichtig, nicht zu tief einschneiden und sollte ein scharfes Messer sein, dann geht das eigentlich recht gut. Und dann könnt ihr die Frucht einfach auseinanderklappen. So, das so auseinanderklappt habt, könnt ihr das einfach schön rausmachen. Geht also auch relativ schnell und ihr habt eine leckere, gesunde Frucht. Je nachdem, wie viel ihr heute essen mögt oder für einen Salat reinmachen oder für einen Fruchtmix. Ich nehme so wie gerne wie für einen Fruchtmix her. Da tue ich die mit rein, weil die sehr gesund haben. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da mal was braucht. Also mit der Methode kriegt ihr die Frucht super schön auf und habt dann nicht eine Riesensauerei. Weil wenn ihr das konventionell macht und einfach die Frucht so durchschneidet, dann habt ihr immer das Problem, dass ihr die Frucht selber innen auch anschneidet. Und dann gibt es natürlich eine Sauerei und die roten Spritzer sind halt nicht so angenehm. Also deswegen nur leicht einschneiden. Mit der Methode kann man das super machen. Wie gesagt, wenn ihr ein scharfes Messer braucht, könnt ihr es bei mir kriegen. Haben wir im Angebot, kostet knappe 5 Euro. Ist ein Schweizer Messer, super Qualität. Wenn ihr mehr kauft bei mir, kriegt ihr es sogar gratis noch geschenkt. Ja, das war mal was anderes zum Thema Gesundheit. Hat mich sehr gefreut. Wenn es euch gefallen hat, macht es wie immer, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dankeschön.